Sehen wir uns nun ein Beispiel an, bei dem bestimmt wird, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man bei der Hausübungskontrolle drangenommen wird. Das ist das Beispiel 1328. Eine Lehrerin wählt am Beginn der Mathematikstunde nach dem Zufallsprinzip drei Schülerinnen aus, die an der Tafel Lösungsansätze der Hausübungsaufgaben erklären müssen. Es sind 12 Burschen und 8 Mädchen anwesend. Die Aufgabe: Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass für das Erklären der Lösungsansätze zwei Burschen und ein Mädchen ausgewählt werden. Das heißt, welche Informationen haben wir zu dieser Klasse? Es gibt insgesamt 12 Burschen und 8 Mädchen, das heißt zusammen besuchen 20 Schülerinnen und Schüler diese Klasse. Nun werden zwei Burschen und ein Mädchen ausgewählt, oder genauer gesagt, die Wahrscheinlichkeit soll bestimmt werden, dass zwei Buben und ein Mädchen ausgewählt werden. Das heißt, sehen wir uns die einzelnen Fälle an. Es kann sein, dass ausgewählt wird beim ersten Mal ein Bube, dann wieder ein Bube und dann ein Mädchen. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist nun immer günstige Fälle durch mögliche Fälle. Beim ersten Mal einen Buben zu wählen, haben wir noch 12 Buben, das heißt 12 günstige Fälle durch insgesamt 20 mögliche Fälle, da es 20 Schülerinnen noch gibt. Jetzt gehen wir davon aus, dass die Lehrerin nicht zweimal denselben Schüler oder dieselbe Schülerin wählt. Das heißt, für den zweiten Versuch haben wir 11 Buben nur mehr, die gewählt werden können von insgesamt 19 Schülerinnen und Schülern. Und beim dritten Fall wollen wir das Mädchen erwischen. Das heißt, wir haben 8 günstige Fälle von noch 18 möglichen. Das heißt, wir haben hier das Ereignis Bube und Bube und Bube. Und dieses und wird dann mathematisch verknüpft mit einem Mal. Nun haben wir aber, wenn wir uns das ausrechnen würden, erst die Wahrscheinlichkeit für den Fall bestimmt, zuerst Bube, dann wieder Bube und dann kommt ein Mädchen dran. Wir möchten uns aber von dieser konkreten Anordnung lösen. Das heißt, wir möchten alle Möglichkeiten hier bestimmen. Das heißt, es sind drei Fälle hier, nämlich BBM. Das heißt, wie viele Anordnungen gibt es hier? Das heißt, insgesamt von der Anzahl her haben wir, wenn wir drei Objekte anordnen, drei faktorielle Möglichkeiten, diese anzuordnen. Nun sind aber Bube und Bube gleich, das heißt, die sind in unserem Fall nicht unterscheidbar, deswegen müssen wir rechnen durch 2 faktoriell und dann haben wir noch ein Mädchen, das heißt noch mal 1 faktorielles und das ergibt insgesamt dann 3. Das heißt, wir bestimmen uns zuerst die Wahrscheinlichkeit für Bube, Bube, Mädchen und diese Wahrscheinlichkeit, die wir hier rausbekommen, müssen wir mit 3 multiplizieren, denn das Mädchen kann zuletzt ausgewählt werden, als zweites oder auch als erstes. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für zweimal Bube und einmal Mädchen wird dann bestimmt, indem wir haben 3 mal und die Wahrscheinlichkeit oder der Wert dieser Multiplikation ergibt ungefähr 0,154 und das sind dann insgesamt 0,463 und das entspricht 46,3%.